Sony. Und Sucker Punch. Hey Leute, willkommen zu meinem ersten Let's Play. Ich zeige euch heute Sly Raccoon aus dem schönen Jahr 2003. Und wir machen ein neues Spiel. Ja, ich höre dich. Laut und sehr laut. Sorry, bin halt ein bisschen nervös. Wie immer beim Einbruch ins Polizeipräsidium. Mach dich locker, Bentley. Du sitzt doch sicher im Van. Ich bin der Dieb hier. Ich muss Inspektor Carmelita Fox diese Akte stehlen. Okay, du kannst auf meine Augen und Ohren zählen, Kumpel. Ich habe das Sicherheitssystem voll im Griff. Um da hineinzukommen, musst du durch den Luftschacht dort gehen. Okay, ich gehe rein. Und vergiss nicht, dass ich am Steuer sitze, Sly. Du musst dir nur die Akte schnappen und wieder zurück zum Wagen kommen. Den Rest machen wir. Lass einfach nur den Motor laufen, Mary. Ich bin sofort unten. Ja, dann geht's los. Wir sollen also eine Akte stehlen aus einem Polizeipräsidium. Tja, wir spielen Sly Cooper. Ein waschechter Waschbär, ne? Und was kann man da jetzt machen? Wir können Dinge zerstören. Yeah! Wir sammeln Münzen ein und können noch mehr Dinge zerstören, aus den Münzen rauskommen. Darum tut es mir nicht leid. Ja, wie bei Super Mario Münzen einsammeln, kennt man ja. 100 kriegt man Leben bei Super Mario. Hier ist das allerdings nicht so. Was es hier gibt, das zeige ich euch nachher. Jetzt hüpfen wir erstmal auf eine Matratze. Und hier ist eine Ratte. Hier drehen wir uns Kreise. Yay! Gut. Ist übrigens Comic-Stil, wie man sieht. Gefällt mir recht gut. Ja. Passt. Hey Bentley, ich glaube, ich habe Halluzinationen. Ja, ich kann seinen Kopf bewegen. Siehst du diese irren blauen Lichter? Ich habe davon gelesen. Waschbärenmeisterdiebe können fühlen, wenn sie etwas stehlen können. Aha. Das zeigt sich dann als blaue Aura. Ah. Wenn meine Forschungen stimmen, musst du nur nah an sie herangehen und die Kreistaste gedrückt halten. Und dann solltest du einen super lautlosen Meisterdiebe-Kniff ausführen. Die Kreistaste nah an den blauen Auren gedrückt halten. Bin dabei. Ich auch, mit X. So, wir haben keine Halluzinationen. Wir sehen tatsächlich diese blauen Lichter. Also drücken wir mal die Kreistaste und führen einen super leisen Meisterkniff aus. Schleichen, schleichen und wir haben es geschafft. Springen. Yay, yeah. Und zerstören hier die Luke. Sei hier besonders vorsichtig. Ja, ja. Und da hältst du auch schon den Mund. So. Hätte nicht gesagt, dass ich das schaffe, so durchspringen. Gute Arbeit, du bist drin. Danke, danke. Von Inspektor Carmelita Fox ist hinter der roten Tür. Hinter der roten Tür. Hier. Nee, die ist grün. Ui, hat aber sich eine ordentlich eine reingepfiffen. Und da hinten ist die rote Tür. Die Tür muss super gepanzert sein, Sly. Vielleicht kannst du sie ja umgehen. Habt ihr euch gedacht, dass wir hier einfach reinkommen? Aber müssen sie umgehen. Man sieht auch hier wieder die blaue Aura, also hier wieder schleichen. Huch. So, und wir sind drin. Haha, von Carmelita. Oder wie die heißt. Die
Werden wir euer Büro ordentlich mal zerstören hier. Also ich nenne das Aufräumen. Volltreffer Sly. Hier lagert Inspektor Carmelita Fox alle ihre Dinge. Ja, komm, mache. Ich habe mich in den Sicherheitsgroßrechner der Polizei eingehackt. Du Schlitzohr. Die Kombination ist selbst entdeckt. Hast du keine Ohren? Versuch es mal mit 937. Was? 9... 3... 7... Mensch, eine lange Zahl. Huch! Geschafft. Wir haben sie. Gute Arbeit, du hast sie! Wenn du über die Feuerleiter runterkommst und über den Parkplatz gehst, warten wir mit dem Fluchtwagen auf dich. Okay. Dann noch ein... Ja. Das ist ein Markenzeichen übrigens, die Maske. Ja. Hindurch. Verbrecher! Schnäpfe. Alberner Waschbär. Ich hab dich auf frischer Tat ertappt. Ah, Carmelita. Wir haben uns nicht gesehen, seit ich dich in Bombay abserviert habe. Das erinnert mich, du musst den indischen Feuerstein seinen rechtmäßigen Besitzern zurückgeben. Was für Ding? Und ich wollte ihn dir geben als kleine Erinnerung an mich. Hey, weißt du, dass diese Bazooka die Farbe deiner Augen betont? Ziemlich verführerisch. Findest du? Die Pistole hat einen üblen Wumms. Den musst du probieren. Könnte deine kriminelle Karriere beenden. Und unser kleines Rendezvous? Dafür haben wir reichlich Zeit, wenn du hinter Gittern sitzt. Ich würde ja noch bleiben, aber ich bin nur auf einen Sprung hier, um diese Akte mitzunehmen. Du hattest sie ja lang genug. Tschüss. Denn wir sind ja nur auf einen Sprung hier. Also. Eine kleine Jump-and-Run-Einlage. Runter hier. So. Oh, kannst du auch zielen? Die schönen Polizeiautos. Wenn wir drin sind, in den Rennen hier die Geschichte los. Siehst du doch, was schichte Augen. Wieder einmal hatten meine Gang und ich Inspektor Carmelita Fox eine Abfuhr erteilen müssen. Ich war überrascht, wie gut sie es aufnahm. Endlich. Die geheime Polizeiakte, die ich jahrelang gesucht hatte. Damit konnte ich Rache üben und in den Besitz des Familienschatzes kommen. Es begann, als ich ein kleines Kind war. Ich stamme aus einer Familie von Meisterdieben, deren Geheimnisse über das lautlose Stehlen in einem uralten Buch niedergeschrieben wurden. Dem Buch des Meisterdiebs. Wir spezialisierten uns darauf, nur Kriminelle zu bestehlen, da dies die einzig wahre Herausforderung darstellte und ehrenhafter war, als normale Leute zu erleichtern. Nur wenn du einen Meisterkriminellen bestehlen kannst, bist du ein Meisterdieb. Doch in der Nacht, in der ich das Buch erben sollte, kamen 5 Fremde an unsere Tür. Mein Vater versuchte uns alle zu beschützen, aber die Gaunerbande, die teuflischen 5, überwältigten ihn und fanden bald das Ziel ihrer Träume, das Buch des Meisterdiebs. Das Handbuch unserer Familie über die hohe Kunst der Diebe fiel in ihre schmierigen Hände. Sie zerrissen das Buch in 5 Teile und verschwanden. Jeder mit seinem in die entlegensten Teile der Erde, um dort ihre Verbrechen zu begehen. Verlassen und traurig wurde ich ins Waisenhaus gebracht. Dort lernte ich 2 Typen kennen, die meine besten Freunde und Kollegen werden sollten. Bentley, Technikgenie und erstklassiger Stratege, und Murray, Teilzeitfahrer und Tollpatsch. Wir schworen, die teuflischen 5 zur Strecke zu bringen, meinen Vater zu rächen und das Buch des Meisterdiebs zurückzustehlen. Ich stand vor der härtesten Prüfung meines Lebens. Entweder würde ich dabei auch ein Meisterdieb werden oder den Namen meiner Familie für immer beschmutzen. Aha, jetzt ist mal so schon mehr. Wenn das folgende Symbol erscheint, wird dein Spielstand gespeichert. Schalte deine Konsole nicht aus und entferne die Memory Card nicht, solange dieses Symbol angezeigt wird. Ja, mache ich nicht. Das war gute Arbeit dort drüben. Oh, danke, danke. Sly, komm zu mir, wenn du dir einen deiner alten Filme ansehen willst. Oh, cool. Hast du auch mein Rambo 2? Geh mit dem linken Analogstick im Versteck herum und wähle Dinge mit der X-Taste aus. Okay, wir machen hier dann weiter.